Die Entscheidung über Bildung und Beruf ist eine der wichtigsten. Aber oft finden Jugendliche nicht ihre Wunschschule oder die richtige Lehrstelle auf Anhieb. In dieser Situation bietet die Arbeiterkammer Wien Bildungsinfo. Gemeinsam mit dem Wiener Stadtschulrat veranstaltete sie die L14 Bildungs- und Berufsinformationstage 2014 in Wien. Mit dieser Veranstaltung versuchen wir erstens einmal alles, was Lehre und Schule betrifft, möglichst abzudecken. Wir haben alle weiterführenden Schulen da und man kann entweder mit Lehrerinnen sprechen und was mir ganz wichtig ist, auch mit Schülerinnen. Das heißt, Schülerinnen können direkt mit einer Schülerin sprechen, die gerade diese Schule besucht. Wie tut sie sich da? Wie ist die Schule? Da redet man sich vielleicht ein bisschen leichter. Am Freitag besuchten Bildungsministerin Gabriele Heinisch-Hossek, Wiens amtsführende Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl und AK-Präsident Rudi Kaske die Jugendlichen auf der L14. Zum Ersten glaube ich, dass 13-, 14-Jährige nicht wissen, wohin die Reise geht. Und deswegen ist Berufsorientierung so wichtig. Und wir bieten hier als Arbeiterkammer eine Möglichkeit, sozusagen sich zu orientieren, soll es weiter auf dem schulischen Weg gehen, Richtung Wunschschule oder auf der anderen Seite Richtung duale Ausbildung, Richtung Wunschberuf. Und ich glaube, dass diese L14-Messe eine gute Orientierung bietet und man hier eben, wie gesagt, die verschiedenen Möglichkeiten ausloten kann. Die Messe lief von Mittwoch bis Samstag. Bei zahlreichen Infoständen, Vorträgen und Workshops konnten sich die jungen Besucher und Besucherinnen über weiterführende Schulen, Lehre und Berufe informieren.